Dann können wir mal gucken, wa? So. Hat sich da was getan? Ein paar Modifikationen können nicht schaden. Nö. Alles beim Alten. Mit Materialien. Gibt es ein paar mehr, aber das ist mir gar nicht so wichtig. Also gut. Also gut. Aber für BD1 haben wir ein bisschen was gekriegt, ne? Lass mal gucken. An den Körper haben wir gekriegt, ne? War Kopf was dabei? Ja, kurz. Zeig dich. Hm. Ja, nehmen wir den. So, Audiosensoren, nichts Neues. Aber Körper, genau. Da haben wir den nackigen. Und den. Warum Schrottplatz? Ja, den nehmen wir. Beine hat sich nichts getan. Okay. Alles okay. Alles okay. In Bad und PC. So, ich glaube, wir müssen hier rein, ne? Ja, da ist das neue Gebiet. Dann gehen wir mal gucken. Cottbus, ja schon lang, ich Punkt 5 raus, aber es sind Dinge passiert. Her. Vielleicht weiß er, wo die anderen sind. Es sind Dinge passiert. 5 Minuten, nachdem du weg warst, Telefon. Alte Geschichten. Aber gut. Ich habe es einen Stockwerk tiefer weitergeleitet. Die haben sich drum gekümmert. Ich habe auch den Namen vergessen von dem Fahrer. Irgendwas mit B. Aber ja. Man kennt es. Genauso ist es. Genauso ist es. Es darf nur morgen nichts schief gehen. Morgen muss ich extrem pünktlich weg. Er sieht für mich nicht wie ein Raider aus. Schnell, mach irgendwas Nutzloses. Ganz ruhig. Wir wollen keinen Ärger. Wo ist die Kantine? Gleich da drüben, Neuankömmling. Oh. Kannst sie gar nicht verfehlen. Ja, das wäre cool. Das wäre cool. Mein Dienstag ist ja eh mein Therapietag, wo ich früh gehen muss. Aber morgen habe ich was anderes vor. Das ist viel wichtiger. Genau, Telefon aus und Attacke. Spiel laut, hä? Lass mich mal ein bisschen leiser machen. Was haben wir jetzt? Minus 20. Ein Stück. Ding verkaufte uns ein unbezahlbares Relikt. Den Schlüssel, den wir so lange gesucht haben. Ja, machen wir so. Aber natürlich ist er gefällt. Was will der denn jetzt von mir? Was ist seine Mission? Nee, ich muss lauter machen. So. Ich glaube dir. Doch solche Fehler dürfen nicht toleriert werden. Dies soll eine Warnung für all diejenigen sein, die glauben, die Bedlam Raiders hintergehen zu können. Tötet ihn. Oh nein, nein! Genau, misch dich ein, Digga. Genug. Geht einfach. Ach scheiße, ich wollte Sticky Jacks noch anrufen und vergessen. Zeigt unserem Freund hier, wieso seinesgleichen Tod. Holfi hat sie aber angetan, ne?
Alter, ich habe gesehen, du hast in Sea of Thieves 805 Stunden. Da musst du dir schon mehr einfallen lassen. Schon krass, ne? Da, easy peasy, lemon squeezy. Wenn ihr nochmal kämpfen wollt, dann nehmt ihr uns. Moin mir. Na, alles gut? Wieder Sushi auf dem Tisch? Welch Vergnügen. Nach so vielen Jahren. Boah, ich hätte einkaufen gehen müssen heute, aber ich habe auf einmal Kopfweh gekriegt auf dem Nachhauseweg. Jetzt habe ich das nicht gemacht. Morgen habe ich keine Zeit dazu. Und am Mittwoch ist Feiertag. Wie scheiße ist das denn? Ah, muss mal schauen. Du hast Toffel auf dem Tisch. Aha. Ich hoffe, du redest von Kartoffel. Wir sehen uns. 2000 Stunden. Alter Zeus. Das ist der Dummer. Das ist der Held, der sich gegen noch andere der Hobbys. Gibt's ja gar schön. Nicht. Lass gut sein, Törgel. Törgel, komm schon her. Ja. Bist du Doma? Bin ich ja wohl. Wie heißt ihr? Doma, der Dommschwätzer. Ich bin Kerl. Das ist BD1. Es wäre toll, wenn die Sache unter uns bleiben würde. Wir im Grenzgebiet. Oh, geile Viecher da wieder gebastelt. Nur weil wir zusammenhalten, versteht ihr? Allerdings. Ach, ihr hättet eben nicht eingreifen müssen. Dennoch habt ihr es. Ja, das habt ihr allerdings. Törgel, Schnauze. Wir bewahren euer Mach Geheimnis. Die Kopf zu. Kerl. Ich bin sicher, wir beide können davon profitieren. Danke. Ja, Kurtbus, nach wie vor bist du herzlich eingeladen, in den Discord zu kommen, ne? Ein bisschen Quatsch machen. Kann ich da jetzt rein, oder was? Ja. Oh, hier. R2D2 nach seinem Drogen. Ne? Keine Ahnung, wie man das nennt. Was können wir für dich tun? Pailoon Saloon. Hoppala. Ah, ein potenzieller Gast. Was darf sein? Nichts. Danke. Oh, das ist ein Fehler. Ich suche einen alten Freund. Vier Arme. Oh, Aris. Übrigens an alle Nicht-Abonnenten. Wir sehen uns nach der Werbung. Bis gleich. Bye, bye. Ich sag dir, Monk, die Bedlam Raiders werden der Untergang von diesem Ort sein. Es gibt keine Hoffnung. Null, nada, niente. Wie geht's dir, bitte? Moment. Oh, Kerl. Kerl, lass dich ja, fragen, genau, Sohn er. Eines Boglings. Wie lange ist's her? Ich hab dich vermisst, Kleiner. Sohn eines Bocklings. Lass mich dich ansehen. Oh, du siehst furchtbar aus. Ja, auch schön, dich zu sehen, Grease. Hey, passt du auch gut auf ihn auf? Und passt du auch gut auf du die Du hast Mensch die Map auf? Kaputt gemacht. Oh, oh nein. Bei unserem letzten Job alles zerbombt. Was heißt denn etwas Ärger? Imperialen Ärger. Oh, das war ja klar. Hier auf Kobo treiben sie sich in letzter Zeit auch rum. Das Gyro der Mantis ist durchgebrannt. Wir brauchen deine Hilfe, um hier zu verschwinden. Ja klar, das kriegen wir hin. Los! Dementis? Hör zu, Mann. Der weiß es ja gar nicht mehr. Was zu trinken. Erfrischungen! Ein Slippery Monk! Kommt sofort! Mach mal Ausrufezeichen Social. Oder? Ist er da dabei? Doch, ich glaube schon. Ja, so wie du es sagst. Nicht gerecht. Ansonsten wird er mir bestimmt gern den Link reinposten. Aber ich glaube, es ist bei Social dabei. Geht's dir gut, Grease? Oh, klar, sicher. Solange ich nichts hab, was die wollen. Ja, muss ich mal gucken. Hey, was ist so der Mantis passiert? Yo, wir waren auf Coruscant. Infos für Sorge. Für Discord. Dass Cottbus in Discord reinkommen kann. Zwei von uns konnten fliegen. Alles, was ich mache, ist sinnlos. Und die Macht des Imperiums wird größer. Seid sicher.
das Team getrennt hat, das ist nichts wie früher. Ja, wir hatten eine schöne Zeit, nicht wahr? Ich, du, die Weltraumhexe, Seer. Ich, du, Gleitgrillen. Marin ist ständig unterwegs, erforscht neue Planeten, findet neue Freunde. Ich hab's hier gemeint, Kleiner. Nein. Komm mir bitte mal her. Ein Toffel. Wieso entspannst du dich nicht einfach, bevor wir so geil. Die Galaxis kann für ein paar Stunden. Ich habe unten im Keller einen Raum extra für dich vorbereitet. Siehst du? Nee. Geh nicht hinterher. Danke, Grace. Der hat Schlimmes mit dir vor. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da unten ein Andreaskreuz auf uns wartet. Lass mal erstmal woanders gucken. Genau, der ist im Keller. Ich habe Angst. Ist das der Keller? Nee. So ein bisschen sauber machen, Kumpel. Abputze. Ah, Cottbus, da ist der Link für dich. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich hab nur eine Bier getrunken. Oh, hier erstmal reinschiffen. Ah, guck an. Ich will erst gar nicht wissen, wie das hierher kommt. WC-Stein. Zapfanlage. Meinst du das Klo oder? Das hier, ja, doch. Das, ja. Oh, vielleicht soll ich mir jetzt mal die Hände waschen, ne? Nachdem ich den Klumpen aus dem Klo geholt habe. Grease wird da direkt nervös. Warum ist da kein gescheites Spiegelbild? Ich habe doch extra Raytracing angemacht. Ey, Leute. Soll ich mal probieren? Der Klostein kam zurück, exakt. Nee, nicht, dass es abstürzt. Ja. Also eigentlich. Also wir haben es ja bei Alan Wake gesehen. Raytracing an und es sieht fantastisch aus. Ohne halt nicht so. Warum leuchtet denn BD-1 so? Ah ja, da, am Hinterkopf. So. Da geht's wieder raus, das wollen wir nicht. Gehen wir erstmal die Lage checken. Viel los ist hier bestimmt nicht. Meinst du? Na, öfter hier. Du siehst nicht aus wie ein Raider. Wie das denn? Kein Blaster in Raider deinem Gesicht, keine Stone. Verschütteten Drinks und kein wildes Gebrüll. Und der Droide ist niedlich. Das ist BD-1. Ich bin Cal. Wurde auch mal Zeit, komm, dass ich zeig den richtigen Droiden. Ich heiße übrigens Sig. Freut mich. Alte Zicke. Sig Sosa. Oh, und du? Duell? Verzieh dich, Mann. Wie du meinst. Ah, war eine Werbepause. Okay, ein Stück weiter oben ist der Link für dich, der Discord-Link. Quasi 3,4 Kommentare über dir. Werbepause. Du bist nicht abonniert? Alter, dir helfe ich nochmal. Das ja. Ich bin schockiert. Diese Bühne hat schon bessere Tage gesehen. Ich bin nicht böse. Ich bin einfach nur enttäuscht. Das tut viel mehr weh. Nun. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Oh. Ich könnte schwören, dass du vorhin... Toffelino, dankeschön. Sehr aufmerksam von dich. Das kann nicht erlaubt sein. Nicht mal hier am Rande der Zivilisation. Na, dann muss ich da mal durch. Oh, nee. Schade. Oh, ich habe Angst. Wir kommen in den Keller. Oha. Was hat der vor mit mir? Das ist die Küche. Der Keller muss da drüben sein. Hört ihr die Musik? Das
klingt doch eher so ein bisschen nach, boah, wie heißen die bei Star Trek? Hab's vergessen. Bitte runterschmeißen. Zack. Stimmt. Stimmt. Der kann erstmal gucken. Oh, hier. Gegrillte Ratte. Lecker. Oh, ich hab Angst. Was will der mit mir anstellen? Klar, wir sind alte Freunde, aber... Das hat doch nichts zu heißen. Was ist das für eine Küche, Alter? Was für ein Schuppen bin ich hier gelandet? Wow. Mhm. Grace hat sich selbst übertroffen. Ich habe trotzdem Angst. Auf Kobo sind jetzt neue Charaktere oder Gespräche verfügbar. Grace hatte schon immer einen grünen Daumen. Wusstest du, dass er mit seinen Pflanzen redet? Muss mit Lage checken. Was ist das? Werkbank, ne? Brauchen wir nicht. Verbindung zum Chat? Was war denn da eben los? Genau. Tür auf. Oh, da ist schon das Bett. Ausruhen? Oh, oh. Wetten, der kommt zu uns? Dann wachen wir am nächsten Morgen auf und das erste, was wir sehen, ist sein Gesicht. Grinsend. Freust du dich so, mich zu sehen, oder hast du ein Lichtschwert einstecken? Ja, siehst du? Geil. Ich wusste es. Seid hinter deinem Gesicht, genau. Warum habe ich keine Hose an? Warum liegt hier Stroh? Alarm. Klar doch. Warum habe ich wohl all die Jahre deine Sachen aufbewahrt? Ich habe gehofft, dass du mal vorbeikommst und ein Päuschen machst. Es gibt immer Ärger, wenn ich irgendwo zu lange bleibe. Aha. Du hast gesagt, hier liegt irgendwo ein Ersatzgyro rum. Wir haben noch viel Zeit, um die Mantis zu reparieren, aber jetzt will ich ein bisschen über dich reden. Mir geht's gut. Je früher wir wegkommen, desto besser. Und dann willst du vielleicht mit Sorgerera Unruhe stiften? Womöglich. Ja, maybe, wenigstens baby. Einer muss doch kämpfen. Witzig, genau dasselbe hast du damals auch gesagt, als wir uns getrennt haben. Ja, weil ich... Hör zu. Listen. Ihr hattet eure Gründe zu gehen, aber... Für mich ist Aufgeben keine Option. Ich muss weiterkämpfen. Never surrender. Und wohin hat dich das geführt, Kerl? Ich wünschte, es wäre anders, aber... Du verlierst immer mehr Leute und du hast selbst gesagt, dass das Imperium jeden Tag stärker wird. Womöglich wird es Zeit, dass du mehr bist als nur dein Lichtschwert, mein Junge. Denk mal an dich selbst, lass dich nieder, finde ein Zuhause. Nein. Ich lese gerade deine Nachricht, Toffel. Es gibt kein Zurück. Der Orden ist weg, wie auch mein Lehrer. Tricky. Ich habe alles verloren. Tricky, aber das machen wir offline. Sollen sie etwa alle umsonst gestorben sein? Ich kann doch nicht den Kopf in den Sand stecken. Ich weiß, du hattest es wirklich nicht leicht, aber Kerl, vertrau mir, denn ich hab's erst auf die harte Tour gelernt. Wisse, oh, ein Cottbus ist da. Wann du bei einem gezinkten Spiel aufhören solltest, sonst wirst du irgendwann etwas verlieren, das du nie wieder ersetzen kannst. Und? Na schön. Ich will dir was zeigen. Das ist ein Schmugglertunnel. Komm zusammen mit der Kantina. Geh und sieh dich um. Ich habe da unten ein paar Ersatzteile. Ich wette, dort wirst du alles finden, was du brauchst, um die Mantis wieder flott zu machen. Danke. Ich weiß es zu schätzen. Kerl, darf ich dir eine Sache sagen? Es tut wirklich gut, dich wiederzusehen. Ja, dich auch. Oh, gute Idee, Mia. Grace. Gute Idee. Da kann ich dir auch noch viel mehr schicken. Das mache ich nachher. Hey, pass auf, wo du da unten hintrittst, ja? Ich habe ein kleines... Ja, genau, Toffel. Genau. Schnacken wir nach dem Stream. Ich soll mich umziehen. Oh. Warte mal. Jetzt würde ich noch gucken, was sonst noch geht.
reden brauchen wir jetzt nicht. So. Da war was. Was haben wir denn hier? Öffnen. Mein altes Schrottsammler-Outfit. Cool. Warum hat Grease es aufgehoben? Weil er gerne dran riecht, bevor er schlafen geht. Unheimlich. Was macht C.S. Hollickshead hier? Ich weiß nicht. Nachdem wir uns getrennt hatten, habe ich alles ausgepackt und da war es. Vielleicht hat sie gehofft, du lernst darauf zu spielen. Ha, nein, danke. So. Haben wir Punkte? Ja, wir haben einen Punkt. Einpacken. So. So, Überleben ist jetzt nicht so das Problem bisher. Gucken wir mal, was wir mit dem Lichtschwert noch anstellen können. Was wir da für einen Schabernack treiben. Verbesserte Beinarbeit. Ausfallender Schlag reicht jetzt weiter. Doppelorbit. Drücke Y erneut, um einen zweiten Lichtschwertwurf im Kreis im Kell durchzuführen. Ja, das vergesse ich doch sowieso. Ja, zwei Schwerter benutze ich aber nicht, ne? Ich benutze das. Ja, komm. Dass wir das mal aufleveln können. War toll, war toll. So. Oh, ja. Wir haben ja gesagt, wir machen bei jedem Punkt ein Training. Dass wir das auch durchhaben. Erweitert. Oh, so viel sitzt ja gar nicht. Kontere im richtigen Moment, um bestimmte Angriffe zu parieren. Okay. Kein Problem. Einmal. Komm. Ah, die roten gehen nicht. Habe ich vergessen. Ey. Zweimal. Dreimal. Erledigt. Training verlassen. Okay. OKOB. Komm. So, Kampfstile ausruhen. Nee, mehr brauchen wir nicht. Alles klar. Gehen wir. Yep. Den alten Schmugglertunnel. Alte Schmugglerstollen, ha? Grease hatte immer ein paar Geheimnisse im Ärmel. Müssen wir nur gucken, dass wir hier auch kein Loot liegen lassen. Loot liegen lassen. Die drei Els. Was hast du gefunden? Steine. Also gut. Lass sehen. Ja. Okay. Was haben wir noch? Nix. Hau ab, du Vieh. Jetzt beiß ich dir in den Hals. Ah. Ja, stimmt. Das können wir ja die ganze Zeit noch nicht. Haben die Grease so erschreckt? Du bist okay, Kumpel. Hast du Grease hier unten erschreckt? Keine Sorge. Ich tu dir nichts. Guck mal da. Ein Spalt. Da gehe ich doch gerne rein. Weil die wollt ihr kämpfen? Ich komme zu euch. Fähigkeitspunkt. Very nice. Nö. Sonst haben wir hier aber nichts liegen. Da ist geleuchtet.
Sei hier vorsichtig, Kumpel. Die Stollen wurden schon sehr lange nicht benutzt. Ja, ja. So ein Zufall. Wäre das auch passiert, wenn er das nicht gesagt hätte? Ist von Matrix, falls ihr gerade im Überlegen seid. Verstaubt und verlassen. Ja. So eine hatte ich auch mal. Noch mehr Schrott, was? Überlassen wir es Grease, den Schrott anderer Leute zu sammeln und noch mehr Schrott anzuhäufen. Okay, rüberjumpen. Da unten ist aber immer noch zu. Okay. Vielleicht lernen wir gleich, wie man die Dinger öffnet. Hey. Oh. Okay. Komm doch, komm doch. Guck mal, da kann man wieder hoch. So, mal gucken, ob da sich irgendwas versteckt hat. Komm, wir schmeißen es nun mal um. Ist gar nichts passiert. Juhu. Oh, man kann tauchen. Und da liegt die Kiste. Das konnte man im ersten Teil nicht. Ich sehe gar keine Anzeige wegen Luft. Noch irgendwas zu holen. Oh. Okay, dann gehen wir erstmal Luft schnappen. Falls man das muss. So. Schick. Was? Da liegt nichts? Ah. Ah. Bin ich denn jetzt? Battlefield. Da wollten wir auch mal reingucken, ne? Ist das noch ein Game Pass? Also EA Play? Wahrscheinlich, ne? Das wollte ja keiner kaufen. Von der anderen Seite verschlossen. Jupp und jupp. Okay. Nö, sonst nichts mehr. Quallen. Okay. Wo war das hier, ne? Ja. Ja, aber nee. Aber doch. Jetzt habe ich da oben bestimmt was verpasst, ne? Verdammt. Ist es das? Mensch, Speedy One, pass doch auf. Keinen Kratzer. Nur Hunger. Hunger, Hunger, Hunger. Nicht blutzen, sondern springen, hä? Je schneller wir bei Grease sind, desto. Das sollten wir uns ansehen. Look at this. Was ist das? Blaues Licht. Was tut es? Es macht blau. Okay.
könnte ich vielleicht sogar wieder hoch. Okay, warte mal. Erstmal hier Fähigkeitspunkte.